Jeder kann knipsen, aber nicht jeder kann beobachten. Der Deutsche Frank Konopka aus Gladbeck im Ruhrgebiet ist ein Meister der Beobachtungen. Er überzeugt mit seinen eindrucksvollen Bildern. Straßenfotografie und Porträts präsentiert der Fotokünstler Frank Konopka in seiner Ausstellung Blickweise. Es gelingt ihm mit seiner Schwarz-Weiß-Technik auf das Wesentliche hinzuweisen. Manchmal verbirgt sich hinter einer Farbe oder einem Schwarz-Weiß verbirgt sich was, und es ist interessant, sich dementsprechend auszumalen und auch zu gucken. Und Schwarz-Weiß-Fotografie ist einfach eine der schönsten Fotografien, die es gibt. Seine Bilder erzählen eine Geschichte. Sie brauchen keine Worte. Sie erzählen Geschichten von Menschen und ich glaube, der Betrachter kann auch die Fantasie und die Freiheit seiner Gedanken hier zum Ausdruck bringen, indem er sich Gedanken macht, was steckt dahinter, wer sind die Menschen, was ist ihr Schicksal, was ist ihr Leben, was ist ihre Geschichte. Frank Konopka liebt die Menschen und die Menschen lieben ihn. Das geben seine Fotos wieder. Es sind ausdrucksstarke Bilder aus dem alltäglichen Leben. Es ist ein ganz großes Können und Talent, eine Situation im Alltagsleben, auf der Straße zum Beispiel, so schnell zu erkennen, zu erfassen und dann auch noch fotografisch einzufangen und hiermit zu dokumentieren und künstlerisch darzustellen. Ich kenne den Frank Konopka sehr lange schon und auch sehr gut. Ich war auf einigen seiner Fotoreisen auch mit dabei und es ist immer wieder ein Erlebnis für mich zu sehen, wie er Momente erfassen kann. Das ist wirklich ein ganz eigener Zugang zur Fotografie und ich muss von mir selbst sagen, ich habe diesen Blick nicht. Und ich finde diese Ausstellung wirklich sehr, sehr schön, sehr persönlich, sehr einfühlsam auch. Vor 50 Jahren war es der Sport, der die beiden Städte Gladbeck und Schwechat einander Nähe brachte. Vor 7 Jahren folgte Schwechat dem Beispiel Gladbeck und gründete eine eigene Fotogruppe. Ja, die Fotogruppe Schwechat wurde gegründet, weil ich in Gladbeck gesehen habe, wie toll das funktioniert, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Das ist durch TWIN 2010 Kulturhauptstadt Ruhrgebiet entstanden. Das war eine große Veranstaltung im Ruhrgebiet. Und dort wurde in Gladbeck ein Fotowettbewerb gestartet. Und dort hat die Stadt Alanya, die Partnerstadt der Gladbeck, Alanya und Schwechat daran teilgenommen. Und wir haben dann dementsprechend eine große Freundschaft zu Schwechat aufgebaut. Und ich hoffe, dass wir so lange weiter durchführen können. Das ist eigentlich das beste Beispiel heute, was da passiert ist. Also es gibt ja in Gladbeck eine Fotogruppe, es gibt in Schwechat eine Fotogruppe und man sieht sogar an einem Ausstellungsbild, da hat es schon innigen Kontakt gegeben und da gibt es auch einen Austausch. Und das finde ich ganz toll eigentlich, wenn Bürger, Bürgerinnen, wenn es da wirklich Freundschaften gibt, die entstehen, das ist was ganz was anderes als auf der Funktionärsebene. Also ich bin jetzt genau ein Jahr Bürgermeisterin und habe schon 3 Besuche in Gladbeck gemacht und habe auch schon 3-mal Gäste aus Gladbeck hier begrüßt. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir ja heuer ein Jubiläum haben, ein großes Jubiläum, und dadurch verdichten sich auch die Vorbereitungstermine ein wenig. Aber ich fahre sehr gern dorthin und ich glaube auch, dass die Kollegen gern zu uns kommen, einfach weil wir uns gegenseitig befruchten. Man sieht die Welt ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Vieles ist ähnlich, manches ist anders. Und ich habe mir schon einiges abgeschaut und ich hoffe, es kommt der Moment, wo sich der viel routiniertere Bürgermeister Uli sich auch mal von mir was abschauen kann. Gleiche Interessen verbinden. So wird zum 50-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft eine eigene Fotoausstellung mit 50 gemeinsam gestalteten Fotos präsentiert werden. Ein deutsch-österreichisches Fototeam. Das ist Städtepartnerschaft pur.